herzlich willkommen zum 13. Türchen von meinem der kleine Drechsler Drechsler Adventskalender. Der einzige Adventskalender, bei dem das Türchen quietscht. Heute am 13. kommt das einzige Video, was nicht von mir oder in meiner Werkstatt gemacht ist. Was heute dann tatsächlich kommt, habe ich aber gar keine Ahnung, weil das Video mache ja nicht ich, sondern das macht der Raphael. Den kennen vielleicht manche von euch, der hat bei mir schon 3 Videos gemacht. Zum Beispiel das, wo ich das unlängst von dem schönen Kerzenständer, jetzt ohne Kerze. Aber der hat heute jetzt auch mal selber ein Video machen wollen. Der hat zwar überhaupt gar keine Werkstatt, aber man kann ja auch ohne Werkstatt was bauen. Und wie man das macht, zeigt er euch jetzt in dem Video. Hallo, ich bin Raphael von Kurzgeschichte und heute im kleinen Drechsler Adventskalender. Einige kennen mich ja, ich habe schon ein paar Projekte mit dem kleinen Drechsler zusammen gemacht und deswegen jetzt auch im Adventskalender. Die meisten von euch werden sich irgendwann mal gefragt haben oder sich gesagt haben, Mensch, so Dinge wie der kleine Drechsler baut, das könnte ich auch. Hätte ich nur so eine richtig große, fette Werkstatt. Und ja, mit so einer richtig tollen, fetten Werkstatt ist es tatsächlich sehr viel einfacher, richtig tolle Möbel und Gegenstände zum Verschenken und zum Verkaufen zu bauen. Aber es ist die große Kunst, das Ganze auch ohne Werkstatt zu bauen. Und genau das habe ich heute vor. Ich brauche für mein Bad hier ein anderes Schränkchen. Es geht um diesen Mist hier. Also nicht nur, dass es aus Plastik ist, aber es zerfällt schon. Und es ist einfach hässlich. Das Ganze kann man doch auch mal aus Holz bauen. Und da ich deswegen jetzt nicht extra einen Baum fällen kann, werde ich erstmal in den Baumarkt gehen und mir die Holzplatten quasi schon fertig besorgen. Ich habe mir Bretter aus dem Baumarkt geholt. Da hieß es schon, die sind immer nicht so ganz genau, aber hey, dafür gibt es einen Meterstab. 80 cm sollen die haben. Passt. Also einmal Fichte und weil es einfach schöner aussieht, Leimholzplatte nochmal in Buche. So, und wer braucht schon eine Kreissäge und eine Bandsäge? Wenn man irgend so eine olle, krumme Stichsäge hat. Ich filme mich mal nicht so genau beim Sägen, sonst heißt es wieder bitte nicht nachmachen. Ist so die organische Form des Holzes, die ist wichtig. Und jetzt korrigiere ich die ganzen organischen Formen nochmal etwas mit Schmirgelpapier und dann kann es weitergehen. So, zurück in meine Wohnung und die Bretter sind zugesägt. Was ich noch gekauft habe, sind diese Holzboxen, 3 Stück. Die sind dann einfach die Schubladen bzw. die Boxen, wo das Zeug dann reinkommt. Und wenn man das aufeinander stellt, dann kann man so ein bisschen erahnen, wohin die Reise denn gehen wird. Und die Decke obendrauf. Dazu muss ich jetzt als erstes hier mal noch Löcher vorbohren, weil das ist ja doch ein recht weiches Holz. Und den Deckel, die oberste Seite, mache ich mit Dübeln drauf. Das heißt, da müssen auch erstmal Löcher rein und dann fange ich mit dem an, weil da habe ich nachher am wenigsten Spiel. So, ich habe alle Punkte eingezeichnet und jetzt geht's ans Bohren. Man kann ja auf viel verzichten, aber ich glaube, ohne richtige Bohrmaschine wird auch mit ohne Werkstatt bauen nichts. So, Löcher sind gebohrt, dann kommen jetzt da ein paar Dübel rein.
Wir bräuchten noch ein bisschen Leim. Passt. So, das hebt ein bisschen, dann kann ich da jetzt Zwischenböden reinbauen. Etwas rächt sich jetzt ein bisschen die Schieflage, da ich jetzt hier ziemlich Druck aufbauen muss und nachher das hier quasi gewölbt ist, aber das ist eigentlich toll, dass die Fichte so weich ist, mit der lässt sich eigentlich, die macht es glaube ich mit, ohne dass jetzt das Holz reißt. Bleibt zu hoffen. Das hebt tatsächlich bisher und die Idee passt jetzt schon mal sehr gut. Jetzt habe ich überlegt, müssen auf jeden Fall noch Räder unten dran und ja, dann kann man das Ganze auch durchs Bad bewegen. Habe ich gerade festgestellt, dass mir kleine Schräubchen fehlen, die so kurz sind, dass ich eben nicht durch das Holz durchgehe. Und ja, deswegen bringt es jetzt wenig, diese Räte anzumachen. Aber was ich auf jeden Fall auch noch machen muss, ist das Ganze mal mit Leinöl noch einschmieren. Ich vergesse immer wieder, wie müßig das ist. So, das sieht auch soweit jetzt ganz gut aus. Hat funktioniert. Mir gefällt so, wem jetzt das Handwerkerherz geblutet hat. Naja, ich arbeite auch gern lieber in so einer richtig tollen Werkstatt und vielleicht lässt mich ja demnächst mal der kleine Drechsler bei ihm was bauen. Den gibt's auf jeden Fall morgen wieder im Türchen 13 dann. Frohe Weihnachten!